Es gibt zwei Menschen, die liebenden Agathe und Max, leben in ihrer Welt, die sozusagen sich vermischt mit ihren Träumen. Er, der Jäger, der nicht mehr trifft, ist umgeben von Wild, von Hirschen und Menschen, die sich in Tiere transformieren. Und Agathe ist umgeben in ihrer eingeschlossenen Welt, ihres Zimmers, von Blicken, von Männern, die sozusagen sie nicht loslassen. Das heißt, beide sind gefangen in ihren Fantasiewelten und sozusagen haben das Problem, dass sie in ihrer Realität nicht mehr vom Fleck kommen. Agathe ist die attraktivste Frau in diesem Dorf. Sie wird verfolgt von allen Männern. Max, der Mann, der sie eigentlich heiraten möchte, hat das Problem, dass er auch traumatisiert ist. Er kann sich nicht erklären, warum er als guter Jäger nicht mehr trifft. Daraus entsteht sozusagen der Konflikt. Er lässt sich auf eine andere Macht ein und am Schluss der Oper entsteht genau dieser Moment zwischen Gut und Böse und der Böse stirbt. Die Musik, die natürlich ganz klar im 19. Jahrhundert verortet ist, die große Bögen schlägt, also lange Arien, Terzette und Chorszenen hat, sozusagen in eine heutige Intensität zu bekommen, finde ich, ist die größte Herausforderung.